Hi, der David hier aus dem Body Power Studio in Weißenturm. Ihr habt es ja mitbekommen, ich hatte dieses Jahr einen Athleten vorbereitet für die Men's Physik. Und der Yasin, habt ihr schon gesehen hier auf dem Kanal. Wenn nicht, könnt ihr mal schauen. Gibt es ein Video zu, was wir auf der hessischen Meisterschaft gemacht haben. Ja, Yasin hat sich dann qualifiziert für die Deutsche und hat sich auch entschieden mitzumachen. Was mich sehr gefreut hat, weil er hat ja nur einen dritten gemacht auf der Hessen. Und viele Leute sehe ich immer wieder, die denken dann so, oh, jetzt habe ich hier nur einen dritten gemacht und dann kann ich auf der Deutschen höchstens den siebten machen. Dann kann ich direkt zu Hause bleiben, weil es will ja immer jeder gewinnen. Und Yasin hat so das richtige Champion-Mindset, sage ich jetzt einfach mal. Und hat gesagt, ich habe die Chance, auf die Deutsche zu fahren. Ihr kennt vielleicht seine Geschichte so ein bisschen. Man weiß nie, ob man so eine Chance nochmal kriegt. Und deshalb zieht man das durch. Zudem hat man ja auch die Chance, innerhalb von 2 bis 3 Wochen nochmal die Form zu verbessern. Und da haben wir ein kleines Video gemacht mit einem Formcheck und also vor der Meisterschaft noch eine kleine Ansage. Und das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Jo, das war der Formcheck jetzt vom Yasin. Morgen oder heute geht es für dich auf die Deutsche. Morgen ist die Deutsche. Ja. Heute ist Freitag. Freitags ist das Wiegen immer auf der Deutschen. Und erzähl mal, war eine turbulente Woche. Also erstmal, wir waren happy, dass wir die Quali gepackt haben für die Deutsche, dass du mit durftest. Und dann haben wir die Diät nochmal einen Ticken angezogen. Haben wir noch ein bisschen cleaner gemacht, also nur noch Reis, Fleisch, Gemüse, Leinöl, das war's. Ne? Genau, das war's. Ja, da ist die Form auch nochmal richtig, hat nochmal einen Schub gemacht, also das war jetzt 3 Wochen her. Jetzt, ne? 3 Wochen, ja. Genau, ja, und dann am... Jetzt am Dienstag, also bis Dienstag lief eigentlich alles super und ab Dienstag lag ich dann flach, da ich eine Mandelentzündung bekommen habe und bis dato gestern Abend hatte ich eigentlich dauernd hohes Fieber gehabt, 40 Grad meistens und dauernd schwitzen und so. Und war halt noch nicht klar, ob ich dann morgen auf die Deutsche kann oder darf. Aber da mir ein paar Leute geholfen haben dabei, fit zu werden, sind wir gute Dinge und hoffentlich kann ich dann auch morgen starten. Also hat die ganze Woche versucht, halbwegs weiter zu essen, so gut es ging und trainiert hast du. Einmal, aber auch nicht so richtig. Nein, nicht richtig. Keine Kraft gehabt. Die Form hat zum Glück relativ wenig drunter gelitten. Er ist ein bisschen flacher als vorher. Aber es ist halt so, wenn man vernünftig weiter isst und was immer scheiße ist, wenn du so Magen-Darm oder so hast, ne? Weil dann haut sich ja halt völlig weg. Richtig weg. Wenn du halt kein Training hast, noch ein paar Tage, das ist eigentlich noch verkraftbar so vom Wettkampf. Das ist natürlich nicht optimal. Aber sind wir halt froh, wenn es jetzt überhaupt irgendwie klappt. Und ja, hast ein bisschen Gewicht verloren, aber die Form haben wir gesehen, ist immer noch super. Schauen wir mal, wie es wird morgen. Hoffentlich gut. Ja, hoffentlich fühlt sich ein bisschen besser. Ich meine, im Wettkampf ist jetzt was anderes, als wenn man einen Boxkampf hat oder so, wo man körperlich voll da sein muss. Der Wettkampf an sich bei euch, ihr müsst ja auch relativ wenig posen, ist jetzt körperlich nicht so fordernd, ne? Aber du musst natürlich schon einigermaßen fit sein und Bock haben. Ne? Noch geht's. Noch geht's. Ja. Morgen sehen wir. Die ganze Familie hat Karten gekauft. Ja, wäre natürlich jetzt scheiße gewesen. Deswegen muss ich auf die Deutsche. Ja, machst du jetzt auf den Weg. Das sind so 2 Stunden ungefähr. Dann bin ich in Bochum. Ja. Und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir weiter. Bis dann. Ciao. Ja, das ist also die Lage vor der Deutschen. Denkbar schlecht. Aber irgendwas ist ja immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Yasin ist hingefahren. Ich habe dann leider
auf der Deutschen ja nicht wirklich die Chance gehabt, da viel zu filmen oder hab's halt auch verpeilt ein bisschen, weil einfach zu viel los war. Jedenfalls, Yasin hat es geschafft, ist ins Finale eingezogen auf der Deutschen, seine erste deutsche Meisterschaft, hat einen sechsten Platz gemacht, also Top 6 und war ziemlich happy mit, ich auch, nochmal in Anbetracht der Umstände sowieso. Aber ja, was halt auch passiert ist, er hat zum Beispiel die zwei Leute, die in Hessen noch vor ihm waren, hat er jetzt geschlagen auf der Deutschen. Ja, auch das ist immer so ein Ding. Man kann Ergebnisse drehen. Das heißt, wenn man bei der Quali vielleicht nicht so super war, wie man sich das vorgestellt hat, und hat er nochmal 3 Wochen Zeit bis zur Deutschen, finde ich, das lohnt sich immer zu kämpfen. Da sitzt ein anderer Kampfrichter, da ist vielleicht, ja, haben die einen etwas anderen Geschmack, gerade in so einer Klasse wie Men's Physik kann das schon mal sein. Vielleicht hat derjenige, der dich auf der Quali noch geschlagen hat, in den letzten 2 Wochen irgendwie einen Durchhänger gehabt und hat seine Diät schleifen lassen und du hast nochmal einen Zahn zugelegt und dann kann das schon mal passieren, dass man da ein paar Plätze nach vorne rutscht. Wie gesagt, ist in dem Fall geschehen. Yasin hat es auch gut überstanden. Für alle, die jetzt vielleicht da ein bisschen meckern, ja, wie kann man denn, wenn man krank ist und so weiter. Da muss man halt eben vielleicht mal verstehen, wie ein Wettkampfathlet tickt und wie viel Arbeit und Disziplin und Herz da einfach drinsteckt, wenn man was einfach unbedingt möchte oder, nee, nicht möchte, wenn man was will. Wille ist was anderes wenn man was gern möchte. Er hat es durchgezogen, geht ihm auch wieder gut. Er hat jetzt auch die Woche noch nicht trainiert, sonst hätte ich auch das Interview direkt mit ihm gemacht, aber hat sich jetzt erstmal richtig erholt und will auf jeden Fall weitermachen. Ja, sorry nochmal, dass es kein cooles Video gibt. Wer möchte, kann natürlich im Internet mal ein bisschen schauen zur Deutschen. Da gibt es natürlich Videos und Fotomaterial. Ich weiß leider nicht genau, wo aktuell. Aber ja, so viel zu dem Video, um das noch zu einem Abschluss zu bringen. Besten Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare habt, gerne hier drunter schreiben. Gerne auch natürlich meinen Kanal abonnieren, Glöckchen anklicken. Ganz wichtig, weil vor allem wenn wir live gehen, was ich jetzt öfter machen werde, dann kriegt ihr dann immer direkt Bescheid, wenn das Glöckchen klingelt. In dem Sinne, bis dann, guten Pump und ciao.